hallo zusammen und wieder mal willkommen bei Pierre bastelt. Ja, und eine Neuerwerbung, schon ein bisschen länger her. Die Geschichte kommt gleich. So ein bisschen durch die Prospekte geblättert und ja, dachte ich mir so, Mensch, so einen Lokschuppen hatte ich auf der Anlage früher noch gar nicht. Und ja mal hier mit dem Kleinen hier mal anfangen, und zwar mit diesem Lokschuppen einständig mit der Nummer von Vollmer 5750 mit Fiesmann noch eine 4 davor. Firma Fiesmann hat ja ein paar Dinge von der Firma Vollmer übernommen. Ja, und von den Abmessungen her 12 cm breit, 17 cm lang, Höhe ist jetzt noch nicht bekannt, und dachte mir, wunderbar, den möchte ich gerne haben. Und zwar habe ich noch hier diese, da ist sie wieder, taucht sie wieder auf, die alte Olle V60, die ja auch noch noch ein Programm ist. Aber dachte mir, das ist doch der wunderbare Lokschuppen, genau für diese kleine V60. Sagte ich gerade Lokschuppen? Ja, ich hätte gerne mal einen Schuppenlok. Nein, also Lokschuppen natürlich. Und der wird hier aufgebaut, aber nicht nur einfach so simpel aufgebaut. Das muss man wirklich nicht hier irgendwie ab drehen. Ich verbessere den so ein bisschen nach meinem Dafürhalten, ne? Innen drin so ein bisschen, ja, wirklich Lokschuppen, wo dann auch, ja, Revision stattfinden kann, gearbeitet werden kann, gewerkelt werden kann. Das heißt, dann werden da auch die Schienenteile verkleidet entsprechend. Das Ganze wird eh noch optisch ein bisschen mehr aufgehübscht. Dann versuche ich hier eine Torschließmechanik nachzubauen mit, naja, wir werden sehen. Am Ende klappt es nicht ganz, ja. Da waren die Grundmaterialien vielleicht nicht, ein Teil war halt nicht optimal. Ja. Natürlich wird am Gebäude innen wie auch außen ordentlich Detailarbeit geleistet. Das Ganze auch wieder gealtert. Ja, wie gesagt, Detailarbeiten, da wird auch einiges wieder, das Material hergestellt. Dann gab es ja auch Pleiten, Pech und Pannen, da ging auch was kaputt. Das muss ich dann irgendwie reparieren. Natürlich wird auch der Außenbereich gestaltet und Beleuchtung soll das Ganze auch noch bekommen. Und zwar zweigeteilt für den kleinen Nebenraum und natürlich für den Schuppenbereich. Der Lok separat künftig schaltbar soll es sein. Also es wird hier wirklich in dieser Serie ordentlich gebastelt. Pierre bastelt. Mann ey, das ist Berlin, wa? Ja, mal ganz kurz im Hintergrund. Hallo. Ja, dieses Modell, ja, also mal ganz kurz. Haut gleich mal auf, packen es mal in Ruhe aus. Und ja, das ist ja auch wirklich wunderbar. Habe ich es reduziert bekommen für 25 Euro anstelle von 34,99 €. Das Ganze erstanden im guten alten KDW. Letztes Jahr oder Ende letzten Jahres habe ich also wieder das Modellbahnfieber so ein bisschen gepackt. Und dann war auch mal so ein bisschen aus nostalgischen Gründen mal wieder der Weg ins KDW angesagt. Da gab es früher, war das ja dritte Etage, glaube ich, war das, oder vierte. Ein Drittel der Gesamtetage war damals Spielzeugabteilung, und da war halt ein Riesenbereich auch mit Modelleisenbahnen. Da war auch mal eine Anlage zu sehen, gerade so zu Weihnachten natürlich ein Riesenverkaufsrenner. Und ja, da wollte ich wieder mal seit Ewigkeiten ins KDW gehen. Ich wurde schon vorher gewarnt, das ist alles nicht mehr so. Nee, natürlich nicht. Und ja, ist schon traurig, wenn man so überlegt, wie das früher aussah und ein Paradies war, und jetzt ist danach ja so eine Ecke auf, sage ich mal, 25 Quadratmetern, und davon sind es gerade mal vielleicht 3 Quadratmeter Modelleisenbahn, eine Vitrine mit Fahrzeugen, dann irgendwie ein, zwei Regale. Und das war es dann auch schon. Aber da habe ich halt diesen Lokschuppen entdeckt und dachte mir, den nehme ich jetzt mal mit. Ja, es war früher halt so, gemeinsam mit meinem Großvater haben wir oftmals die Modelle gebaut und waren vorher mal richtig schön im KDW einkaufen und hatten dann immer so 2-3 Modelle mit dabei, die dann später auf meiner größeren Anlage auch Platz fanden. Ja, war eine schöne Zeit, so, aber war so ein bisschen die kalte Dusche. Egal, jetzt bauen wir uns hier dieses Teil mal auf, gucken uns mal kurz alles an. Naja, zum Glück gibt es hier, zumindest in der Großstadt, ist der Vorteil davon, noch so einige Fachgeschäfte für Modellbau, Modellbahn. Sind aber auch schon deutlich weniger geworden. Ja, haben wir alles ein bisschen Schuld dran, ne? Heimcomputer, Atari, was auch immer dabei. Dazwischen kam das Alter, ja. So, also, apropos Alter, nach ca. 40 Jahren mein erster Neubau im Modelleisenbahnbereich, ein kleiner Lokschuppen. Legen wir los. Die Skills, die Bastelfähigkeiten haben sich ja zum Glück, denke ich mal, etwas verbessert zu damals. Und nun legen wir los wie damals, wie bei Großvater am großen Tisch. Rein mit dem Hörspiel, und dann wird nebenbei gebastelt. Ja, und dann stellen wir fest, dass hier meine Baureihe V60 bzw. die späteren 260, 261 auch gerade so hier bei der Grundplatte in den Lokschuppen reinpassen werden. Für die ist jetzt ja, für mich jetzt hier der Lokschuppen da gedacht. Ja,
nochmal in Erinnerung, ja, auf der Packung mit einer Gesamtlänge von 17 cm ausgewiesen und einer Breite von 12 cm. Ich schaue nochmal im Prospekt nach, da haben wir hier Angaben von 15,5 cm mal 12,5 und hier die Höhe mit 9 cm deklariert. Okay, das sind vielleicht ein bisschen, ja, wird sich am Modell nichts geändert haben, vielleicht nochmal ordentlich nachgemessen. Egal, wir bauen das Ding jetzt. Ja, und das geht immer so richtig spaßig los, ja. Wir haben diese Türen, die werden da so in die Zapfen hier im Rahmen am Frontbereich so eingeplipst. Das kann man dann, ja, dann können sie sich quasi frei bewegen, ja, links wie rechts. Und ja, da sind wir hier einfach mal oben. Ist hier mal die Nase komplett weggebrochen. Ja, da ist jetzt nichts mehr. Ja, da ist der Rest. Und auf der linken Seite dann auch gleich. Ja, und das wieder ranzukleben bei der dauernden Belastung auf und zu, ich denke mal, das ist dann nicht so sinnführend. Also haben wir schon mal ein Problem, bevor wir überhaupt loslegen, wie wir das lösen sollen. Und eine Idee ist dann zum Beispiel irgendwie, die Tür soll sich ja frei bewegen können. Ob du mechanisch, nicht mechanisch, elektrisch, nicht elektrisch, mit dem Servo, egal, irgendwie muss sie sich bewegen. Muss ja auf und zu gehen, das Ganze auch relativ leichtläufig. Und ja, zum Glück habe ich auch ein Stück Draht, ne? Man hat immer so ein bisschen Draht zu Hause, das ist doch ganz gut, so ein bisschen Draht. Und dann passt der auch vom Durchmesser, wenn man es mal hier so eingefädelt bekommt, auch zum Glück würde er durchpassen. Gut, das kann ich dann stummelmäßig machen oder ich muss ihn jetzt halt komplett durchfädeln. Wir werden dieses Problem gleich mal lösen müssen. Ja, das sind so die eine Weisheit im Modellbau. Ja, Modellbauer lösen Probleme, die sie vorher nicht hatten oder so ähnlich. Gut, also meine Idee ist jetzt wirklich mit dem Draht zu arbeiten und das dann irgendwie da durchzufädeln. Das Problem ist erstmal bei den Türen, diese Aufnahmen, dieses Scharnier, wenn es dann, wenn man so benennen möchte. Jedenfalls, der Draht geht da nicht durch. Die sind halt nicht durchgehend offen. Ist also nicht wie ein Rohr. Das muss ich jetzt selbst aufbohren und das mache ich jetzt mit einem Handbohrer. Und ja, da kann auch so einiges schief gehen. Ich muss wirklich gucken, dass ich einen entsprechenden Bohrer finde, der da reinpasst. Wenn der zu dick ist, reiße ich mir dann das Ganze quasi auf und ab und kann dann auch den Draht gar nicht mehr durchführen, weil der hält er nicht mehr. Dann wird es doch eine ganz andere Herausforderung, wie man so schön sagt, die Türen gangbar zu machen. Also hoffen wir, dass es mit dem Handbohrer funktioniert und ich den Draht da irgendwie auch vernünftig durchbekomme. Und ja, der muss ja noch irgendwie dann auch an dem Gehäuse befestigen. Aber das ist dann der zweite Schritt. Jetzt erstmal bohren wir hier vorsichtig, ganz vorsichtig mit dem Handbohrer an den Türen die Aufnahmen auf. Und ja, den Handbohrer habe ich euch auch unterhalb der Videobeschreibung verlinkt. Bisher hat er mir in vielen Bereichen gute Dienste geleistet. Ja, und Handbohrer deshalb, man hat da einfach mehr Gefühl. Ja? Also man kann zwar Multitool nehmen, aber das von der Drehzahl so weit runter zu drehen, das ist mir nichts. Dann hast du auch vielleicht noch aufgrund der hohen Geschwindigkeit irgendwie noch die Reibungswärme, die vielleicht auch das Kunststoff noch ein bisschen mehr kaputt macht. Mit dem Handbohrer ganz vorsichtig durch und dann klappt das hier auch. Und ja, dann heißt es, okay, einmal ging es gut, dreimal müssen wir noch. Gut, was soll ich sagen, am Ende hat es dann doch mal geklappt, ja. Aber ich habe jetzt hier erstmal auch, ich habe ja noch hier so eine Restekiste gehabt, war hier aus dem einen Filmchen. Da sind halt baugleiche Türen drin, an denen ich mich erstmal versucht habe. Also gut, dass ich dann mich daran versuchen konnte, ob dann diese Idee mit dem Durchbohren funktioniert oder ich wieder die Türen komplett versaue. Nein, es hat funktioniert. Dann entsprechend, ja, den Draht durchgefädelt. Und jetzt ging es halt darum, auch die Aufnahmen dann mit dem gleichen Draht, mit dem gleichen Bohrer, mit dem gleichen Durchmesser in die Aufnahmen zu bohren. Übrigens, der Draht hat einen Durchmesser von, was hat der Schieberegler rausgeworfen, irgendwas zwischen 0,58 und 0,60 mm Stärke vom Draht. Ja, war nicht ganz so eindeutig. 0,58 bzw. 0,60 mm Stärke des Drahtes. Ja, dachte ich mir dann so oben ein bisschen reinbohren, kann ich dann oben den Draht reinstecken. Ist dann nach oben hin eben ja auch begrenzt und nach unten halt auch. Das Problem ist dann natürlich, muss ich den Draht irgendwie biegen, dass der da unten auch reinpasst. Dann ist der wieder ein bisschen verbogen. Die Gefahr beim Biegen ist dann auch, dass dann die Aufnahmen an den Türen, also dass ich gerade aufgebohrt habe, auch abbrechen könnten, weil dann die Belastung zu stark ist. Es hat erstmal funktioniert, sage ich mal. Dann sehen wir jetzt hier aber auch, dann rutscht die Tür noch am Draht rauf und runter. Ich müsste dann halt am Draht verkleben. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ich habe letztendlich ganz zum Schluss das Loch bis auf den Boden durchgebohrt. Ja, und hoffe es dann zu begrenzen, den Draht mit der Bodenplatte. Das macht es dann auch leichter. Ich kann den Draht einführen, die Tür anhalten und dann durch die beiden Öffnungen, die beiden ja, Aufnahmen des Durchziehen den Draht und unten entsprechend kürzen. Hat aber auch die Möglichkeit zugleich, wenn ich den Draht länger lasse,
mit einem Servomotor die Türen anzusteuern. Wieder mit einem Motor für beide Türen oder mit jeweils einem Servo pro Tür, wenn man das denn möchte. Ich möchte sie aber komplett analog lassen, deswegen kann man ja irgendwann vielleicht mal nachrüsten. Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn der Draht unten noch richtig weiter rausgeht, länger ist, durch die Platte, durch den Boden der Platte geht, kann man dann von unten entsprechend die Servomotoren hervorragend anbringen. Vielleicht wird das mal irgendwann eine Ausbaustufe, aber erstmal übe ich hiermit. Ich habe ja auch noch einen sechsständigen Lokschuppen vor mir eines Tages. So, die erste Hürde wäre jetzt genommen. Jetzt können wir mit dem Bauen mal so richtig anfangen. So, hier haben wir unsere Grundplatte. Da hinten sind so zwei Zapfen an der Stirnseite. Vorne haben wir auch nochmal zwei, dass man das Gleis hier wunderbar schön mittig reinbringen kann. Ja, was ich aber jetzt festgestellt habe, ist, dass hier der Gleiskörper, also die Gleise selbst, deutlich vom Niveau tiefer liegen als zum Beispiel hier das, sag mal, das Fundament von dem Lokschuppen. Und ich möchte das doch schon ganz gerne auf einer Ebene haben. Das heißt, ich werde mal so ein bisschen das Gleis anheben müssen, weil ich möchte das ja auf einem Niveau haben und doch entsprechend drin alles ausfüttern, damit man halt entsprechend dort die Optik eines Lokschuppens und zum Arbeitsbereich hat. Also nehmen wir das Gleis raus. Ich probiere mal einfach was aus. Und zwar habe ich hier noch 2 mm starkes Moosgummi. Ich schneide mal einfach so einen Streifen raus, leg das mal einfach unter die Schiene, probiere das mal aus und stelle dann fest, wunderbar, das klappt. Hier kann ich damit arbeiten. Das Gleis ist jetzt auf dem Niveau wie das Fundament des Lokschuppens. Die Tore lassen sich auch noch bewegen. Wunderbar. So, dann haben wir ja noch hier, na, wo ist das denn hier, da diese Bodenplatte von dem Anbau. Die brauche ich jetzt auch erstmal. Da haben wir sie. Okay, Position nochmal ermitteln. Hier hat er ja so ein paar Aussparungen da vorne für diese Baulichkeit. Da muss ich das drüben auch mal irgendwie nochmal genau ermitteln. Also die Wand mal kurz rangestellt, mit Tesa kurz fixiert. Wer weiß, wo das hinkommt. Und ich möchte hier das Ganze unterfüttern, um halt diese Bodenplatte da wegzuhaben von dem Anbau. Dass es halt nicht immer so eine Stufen gibt hier zu den Gebäuden hin, was ja eigentlich so als Stand-up-Modell ganz wunderbar ist. Aber wenn es irgendwo sich einbaut, dann gefällt mir das so gar nicht. Also Ziel war ja mit Moosgummi innen drin hier die Schiene zu erhöhen. Und jetzt lege ich hier mal eine ganze Platte runter. Den A4-Format habe ich die. Ich verlinke euch das auch nochmal in der Videobeschreibung. Die Moosgummis, wer es denn haben möchte, sind so 20 Platten DIN A4, ich glaube 2 mm stark. So, markiere halt den Bereich, der später weggeschnitten werden muss. Wie groß soll das Ganze werden? Bis dahin schneide ich erstmal aus. Die Längsseiten ebenso. Das Ganze schön markieren mit Bleistift und dann wird das hier mit einem Cutter und einem Metalllineal entsprechend ganz easy ausgeschnitten. So, dann passen wir alles nochmal ein. Wie gesagt, hier Fundamente, die liegen direkt auf der grünen Arbeitsmatte und das schwarze drumherum ist halt diese Niveauerhöhung, wo ich jetzt auch nochmal die Schiene reinpacke, was ich ja vorher ausgetestet habe, dass das ja von der Erhöhung her, um die Gleise auf das Niveau innen von dem Fundament zu bringen, ja, ausreicht. Das können wir nochmal nachmessen und ja, alles so wie geplant und wie gedacht. Wunderbar. Als nächstes fütter ich den Bereich zwischen dem, ja, sag mal, Fundament und den Schwellen aus. Das klappt auch wunderbar mit 2 Streifen Moosgummi. Dazu halt Holzleim nehmen. Der ist lösungsmittelfrei. Mit lösungsmittelhaltigem Kleber würde das Moosgummi angefressen werden. Ist, glaube ich, nicht so gut. Deswegen einfach Holzleim nehmen, also lösungsmittelfreien Kleber oder Bastelleim. Und dann passt das hier wunderbar rein. Und am Ende habe ich dann schon mal die Schwellen und den unteren Bereich bis zum Fundament hin auf einem Niveau und kann das jetzt hervorragend verkleiden. So, und wenn die Tore jetzt aufgehen, hätten wir innen drinnen so eine hässliche Stufe aufgrund des unterschiedlichen Niveaus. Also wenn wir außen, links und rechts von den Schwellen das Niveau auch entsprechend angleichen. Ebenfalls erstmal in diesem Bereich, im Eingangsbereich, auf Zufahrtsbereich, ebenfalls mit Moosgummi. Ob ich dann rechts zu dem Anbau hin das auch noch erhebe, werde ich da mal schauen. Auch wieder hiermit Bastelleim, Holzleim, die Stücken raufkleben und dann haben wir schon mal einen sauberen Übergang von draußen nach drinnen, was so das jetzige Niveau neben den Schwellen angeht. Ja, und wir haben einen wunderbaren Leichtlauf der Tore. Mann. Ja, und dann können wir schon mal anfangen, das hier innen drin auszufüttern. Das war ja der Plan. Ich benutze dazu wieder meine Polystyrolplatten. Ja, Videobeschreibung steht da. 2 mm stark. Schneid die entsprechend mit einem Cutter zurecht und passt das Ganze mal entsprechend ein. Gerade außen hier bei den Schienen, natürlich haben wir die Schienenbefestigung. Da kann ich nicht ganz auf Stoß gehen. Dann mache ich dann hier mit dem Cutter, entgrate ich das ein bisschen oder schneide da so einen ziemlich deutlichen Winkel ab. Und dann kann ich auch bis an die Gleise rangehen. Und dann, bevor das alles festgeklebt wird, vorher mal Funktionstest, ob denn alles wunderbar rollt.
wie mit einem Waggon, mal ein bisschen spüren, ruppelt das irgendwo, hat er irgendwo Widerstände. Und wenn das alles soweit gut ist, dann können wir jetzt anfangen, die Sachen außen schon mal zu verkleben. Und dann passen wir jetzt die Innenbereiche an. Die sollten wirklich richtig gut auf den Schwellen kleben, nicht, dass sie ein bisschen zu hoch stehen. Das Ganze schön andrücken und auch mal hier mit dem Waggon erstmal testen, ob es da mit dem Radlauf soweit klappt. Und dann können wir auch da im Mittelbereich schon mal ein bisschen was festkleben und lassen das Ganze wunderbar trocknen. Geklebt wurden die Polystyrolplatten jetzt hier mit ganz normalem Kunststoffkleber. Oder auch Alleskleber ging ja auch, weil wir kommen ja hier mit dem Moosgummi nicht in Berührung. So, hier im letzten Bereich möchte ich so eine andere Optik reinbringen. Es soll so ein bisschen ein Revisionsschacht sein, was auch immer. Ist jetzt so reine Fantasie. Ich weiß nicht, ob das in der Realität so ist, aber in der Mitte erstmal so einfach so einkerben, ganz leicht mit dem Skalpell. Und dann ist das hier nochmal so ein Betonstück, soll das nochmal sein. Und seitlich links und rechts davon ziehe ich dann quer ein paar Linien so für dicke Holzbalken Optik und nochmal ganz leicht drüber kratzen, dass man auch so ein bisschen die Holzmaserung darstellt. Wenn das nachher lackiert ist, sieht das gar nicht so schlecht aus. Also auch da kann man mit dem Polystyrol auch so ein bisschen Struktur einbringen, wenn man das möchte. Wie gesagt, jetzt hier ziehe ich jetzt mal die Holzbalken und dann werden sie halt noch feiner die Maserung reingekratzt bekommen. Mit leichtem Druck einfach ein bisschen drüber kratzen mit der Klinge. So. Dann muss ich doch noch etwas nachbessern hier im Außenbereich. Seht ihr, so ein bisschen mit dem Cutter so ganz leicht nochmal im Grat weggeschnitten. Und dann habe ich es auch nochmal schön übergeschliffen. War halt doch ein kleines Nü höher als das Gleis. Jetzt passt es aber wunderbar. Ja, und dann gilt das auch, was hier für den Außenbereich der Abdeckung auf dem Gleis gilt, auch für den Innenbereich. Auch hier mal testen, ob das alles so wunderbar funktioniert. Die V60 fährt hier wunderbar rein und raus und rein und raus. Aber es gibt ja auch Loks, wie gesagt, die V60 hat ja für ihre Größe schon ordentliches Gewicht. Aber es gibt auch leichtere Loks, wie zum Beispiel diese schwarze Anna. Ja, und die bleibt jetzt doch ab und zu noch ein bisschen hängen. Ist dann vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten, also auch hier nochmal mit einem Cutter auch noch mal etwas schleifen und dann sehen wir auch wunderbar. Jetzt klappt es mit der schwarzen Anna auch. Die kann es auch wunderbar eigenständig rein und auch wieder rausfahren. Für den Fall, dass man sie da mal halt parken möchte. So, das waren schon mal eine Menge Vorarbeiten. Ja, wir sind gar nicht so weit gekommen, wie ich gehofft habe. Aber im nächsten Teil geht es natürlich locker weiter. Und zwar hier mit meiner angekündigten, angedrohten Torschließmechanik. Und auch da gibt es so einige Hürden zu nehmen. Und ob das alles am Ende so funktioniert, wie gedacht, werden wir auch noch sehen. Aber natürlich wird dann auch entsprechend auch das Gebäude weiter aufgehübscht und aufgebaut, damit es am Ende richtig schick ausschaut. So wie hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Alles zusammen wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao.